Urban Gardening. Das ist Fred. Fred wünscht sich einen Garten. Dann soll er sich doch einen kaufen. Doch Fred hat eine bessere Idee. Denn direkt vor seinem Haus liegt eine Brachfläche. Zusammen mit seinen Nachbarn beschließt er, dort einen Gemeinschaftsgarten anzulegen. Dazu benötigen sie Paletten, Erde, Samen, Wasser und Werkzeug. Dürfen die das überhaupt? Ja, denn Fred und seine Nachbarn haben sich im Vorfeld bei der Gemeinde schlau gemacht und eine Genehmigung für ihr Projekt eingeholt. Nach ein paar Monaten hat sich aus der kargen Brachfläche ein schöner bunter Garten entwickelt. Doch welche Vorteile hat dieser Garten überhaupt? Alle Interessierten haben die Möglichkeit, Produkte aus der Region anzubauen und zu konsumieren. Ein neues Naherholungsgebiet ist entstanden. Durch die Attraktivität treffen sich nun sämtliche Gesellschaftsschichten und Kulturen im Garten. Die Beteiligten haben die Chance, etwas über den Anbau von Nahrungsmitteln und Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft zu lernen. Selbst die grimmige Gisela kommt nun mit ihren Enkeln, um im Garten zu spielen.